Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, der Chris, und ich mache heute mit euch die Übung für die dritte und die zweite Saite. Wir haben ja vorher schon die Übung gemacht für die G-Saite, für die G-Saite mit den Tönen G und A. Und wir haben die zweite Saite ebenfalls schon besprochen, nämlich die H-Saite mit den Tönen H, C und D. Wenn du diese Übung noch nicht gemacht hast, dann such dir diese Übung raus, findest du ebenfalls hier in der Playlist und im Download Center findest du auch wieder die Übungen dazu. Wir machen jetzt die Übung für die zweite und die dritte Saite. Das bedeutet alle Töne gemischt. Ihr werdet gleich wieder meine linke Hand sehen, welche Töne ich spiele, und die Noten werden ebenfalls wieder mitlaufen. Das bedeutet, such dir die Übung für die zweite und dritte Saite aus unserem Download Center raus. Die kannst du kostenlos runterladen. Von mir auch wieder der Tipp, schreib einfach die Töne unter die Noten. Das hilft am Anfang. Irgendwann sollst du das natürlich weglassen. Aber jetzt für den Start ausdrucken, Töne erstmal unter die Noten schreiben und dann legen wir zusammen los. Heute spiele ich das Ganze in drei verschiedenen Tempi vor. Einmal ganz, ganz langsam, dann so ein bisschen mittelschnell und dann noch ein bisschen schneller. Jetzt starten wir erstmal mit der langsamen Version. Okay, wir legen los. Langsames Tempo, auf geht's. 1, 2, 3, 4. Okay, sehr gut. Nachdem wir das Ganze langsam durchgespielt haben, legen wir jetzt noch einen Zahn zu. Ist noch nicht ganz so schnell, da kommen wir gleich zu. Aber jetzt machen wir erst nochmal einen Tick schneller. Ihr seht wieder meine linke Hand und die Noten laufen mit. Und ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Okay, das Ganze jetzt einen Tick schneller. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Okay, sehr gut. Jetzt machen wir die schnelle Version. Töne auf der dritten Saite, auf der G-Saite und auf der zweiten Saite, auf der H-Saite in schnell. Mal gucken, ob ihr mitkommt. Ansonsten einfach wiederholen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Gut, und das Ganze in der schnellen Version. 1, 2, 3, 4. Sehr cool, wir haben es geschafft. Töne auf der G-Saite und auf der H-Saite. Wenn du Interesse hast an Online-Unterricht, dann füll einfach das Anmeldeformular aus und ich melde mich schnellstmöglich bei dir zurück und unterstütze dich gerne beim Gitarrespielen und beim Gitarrelernen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Schau dir unsere weiteren Videos an, abonniere unseren Kanal und bleib vor allem gesund. Bis dann, ciao.